Hallo. Seid gegrüßt. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Legion. Wir sind hier in der Wiege des Hammers, weil die Wiege des Hammers, so nennt sich das Gasthaus hier am Donnertotem. Auf jeden Fall eine Stadt, wo man sich erstmal ein bisschen orientieren muss, oder Valyria? Ja. Ja. Und ein bisschen labyrinthartig. Aber sieht cool aus. Wir haben hier anscheinend hier so einen kleinen Wasserfall, der hier reinkommt. Und hier gibt es auch noch jemanden mit einer Quest. Wasserweise und Wasserweise, Mann und Frau, denke ich mal. Ja, aber wenn wir jetzt hier rausgehen, hier gibt es auch noch was. Warum kann ich nicht stürmen? Ach, da. Da hinten ist auch noch ein Stahlmeister, aber Valyria und ich haben uns erstmal dazu entschieden. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Hochberg-Quest-Reihe, weil damit es einfach im Fluss bleibt, sag ich mal. Eine andere Sache, die man vielleicht noch erwähnen kann, in Valshara haben wir noch nicht alle Ecken gesehen. Ja, die Quest, die wir da gemacht haben, auch einfach runtersegeln oder wie? Könnt ihr mal einen Blick werfen auf Valshara. Und da könnt ihr sehen, hier oben gibt es noch eine Ecke. Oder hier, Demeness Riff Valshara und... Sind da? Ja, ja, wir sind jetzt hier gleich unten. Und dann gibt es auch noch hier einen den Torf Dubstampf. Da, hier um die Ecke ist ja unser Freund. Und da gab es ja auch so eine Stelle in Valshara. Ich glaube, zeig's nochmal kurz. Die war irgendwo hier, wo dann so Druiden irgendwas verteidigt, so einen Platz verteidigt haben. Und da habe ich auch mal einen Freund hingelotst und der hat zu mir gesagt, ja, der hat ja auch keine Quest bekommen und er denkt halt auch, dass wir später dann... Es gibt ja später so World Quests, mal gucken. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut, Champion. Genau. Wir machen erstmal hier weiter mit den Geheimnissen des Hochbergs. Melas Vater Ulan war unser letzter Oberhäuptling. Er wurde getötet, als er den Unterkönig davon abhalten wollte, den Hammer von Gazkoro zu ergreifen. Genau, und Mela ist gerade die zurzeit herrschende Anführerin hier am Hochberg. Donnertotem heißt es ja. Ich habe Mela schon ihr ganzes Leben lang beobachtet und weiß deshalb, dass sie genug Tapferkeit und Stärke besitzt, um die Rolle des Oberhäuptlings zu übernehmen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie dies selbst erkennt. Würdet ihr uns am Stadteingang entlang der südlichen Klippen treffen? Es gibt ein Ritual, das helfen kann, doch um es zu überleben, bräuchten wir eure Hilfe. Oh, ein Ritual, das helfen kann, aber anscheinend sehr tödlich auch ablaufen könnte. Gut. Dieser Krieg wird von Champions entschieden. Ich werde in einer Hütte auf dem südwestlichen Felsen auf euch warten. Eilt euch. Eilt euch, ihr Hobbits. Ich muss immer an Herr der Ringe. Jetzt wählen wir einen von diesen mehreren Ausgängen. Komm, wir nehmen mal diesen Ausgang hier. Mal gucken, wie der sich hier nennt. Also hier am Donnertotem werden wir auf jeden Fall uns das hier alles auch uns die ganzen Quests anschauen. Und falls wir wirklich in Valshara eine Quest übersehen haben, dann werden uns die World Quests, die uns wieder zurückschicken, schon dazu führen. Außerdem haben Valyria und ich auch noch irgendwie vor, vielleicht, wenn wir auf Max-Stufe sind, dass wir dann einfach mal schauen, dass wir hier nämlich den falschen Ausgang genommen haben. Wir müssen irgendwie... Ach, wir müssen ein Stockwerk nach oben, denke ich mal, oder? Ja, so sieht so aus. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder hier rein und den Aufzug nehmen. Durch den Pfad des Wassers. Ich denke mal... Ah, da hinten ist gerade der Aufzug runtergekommen. Schnell. Schnell. Schaffst du es? Langsam. Nee, okay. Also, da müssen wir halt nochmal schauen. Ja, in Valshara gab es auf jeden Fall noch ein paar Ecken, wo ich dann auch gesehen habe. Da kommt wahrscheinlich noch etwas. Müssen wir nochmal gucken. Jetzt warten wir nochmal einen kleinen Moment auf Valyria. Hab einen anderen Aufzug genommen. Okay, dann warte ich hier am Ausgang. Ich denke mal, wir müssen... Da, hier, diese Seilbrücke nehmen. Ja, genau. Ich warte dann schon mal hier an der Seilbrücke. Wer ist das denn da hinten? Holk der Wanderer. Komm, mit dem können wir nochmal einen kurzen... Der Hochberg wird nicht fallen. Ja, da bin ich. Der Hochberg wird nicht fallen. Ich durchstreife das Land, ich beobachte, ich höre zu. Darum habt ihr mich hier wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen. Nichts Verdächtiges. Hütet euch vor den Tiefen der Erde. Aha. Gut, jedenfalls hier sind wir auf jeden Fall richtig. Dann haben wir hier ein Milch und Käse aus Eigenproduktion. Lederverarbeitung ist erstmal nicht so wichtig. Eigenproduktion. Okay. Ach du. Wie Eigenproduktion. Ah. Ja, Mischbedarf, ne? Kühe. Okay.
Wir müssen jetzt dort draußen nach dem Hammer suchen. Traditionen können warten. Myla, ich musste einst eurem Vater versprechen, dies für euch zu tun. Bitte, diese Tradition ist wichtig für euer Volk und für euch. Eine Tradition wichtig für Myla Hochberg und für das Volk. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ah, danke, dass ihr gekommen seid. Myla ist genauso stur wie ihr Vater, wenn nicht noch sturer. Der Pfad des Hullen. Armeen sind für erfolgreiche Schlachten unerlässlich, Symbole jedoch ebenfalls. Für unser Volk gibt es nur wenige Symbole, die mehr Wert für uns besitzen als der Segen unserer ältesten Vorfahren. Myla muss auf dem Pfad des Hullen wandeln. Der Pfad ist gefährlich und sie darf nur zwei Begleiter mit sich nehmen. Einen Geistwandler, der ihr den Weg weist, und einen Champion, der sie beschützt. Werdet ihr als Champion teilnehmen? Jo. Dann nehmen wir mal teil. Ich habe jetzt auch eine neue Belegung für Interface ausblenden. Dann kann ich das wirklich jetzt on the fly machen. Was ist denn das da? Ein Hügel 18. Der greift uns an, hallo? Was hat der denn für einen Spruch drauf? Wir sind hier im Kampf und der meint, lasst es mich wissen, wenn ihr euch genug ausgeruht habt. Wir ruhen es doch gar nicht aus. Ist ja interessant, Valyria, oder? Okay, ich muss jetzt aber weiterrennen. Wow, was macht der da? Wow, ich bin fast runtergeschmissen. Was ist das da? Hier ist irgendwie noch so ein Fuchs. Aber der Epin hat schon drauf, irgendwie. Genug ausgeruht hat. Lol, ich bin fast tot und merk's dann gar nicht, oder was? Okay. Wir sollten wirklich weiter. Yo, 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 ey. Das ist ja ein lustiger Kerl. Das sind noch mehr Hügel-Ethins, aber wenn die einfach nur rumstehen wollen, wir brauchen die nicht unbedingt, Valyria, oder? Nee. Oh, nee, doch. Der eine. Bestes Stück für mich. Hallo. Jetzt ist, läuft er wieder weiter. Umringt von Ethins Rast zu machen. Jetzt sollen wir einfach an dem vorbeilaufen, oder was? Komm, alles raushauen. Zorn der Lidari. Oh, hier wird das geschmissen. Der will gar nicht mitkämpfen, ne? Das ist der Hammer. Ah! Wow, und der eine schmeißt die ganze Zeit Steine auf mich. Schnell weg. Von hinten. Das ist überhaupt nicht weise, hier Rast zu machen. Nee, wirklich nicht. Komm, sammel mal die Seelen ein. Weg hier. Nein, weg, weg! Oh. Jo, es ist überhaupt nicht weise, hier Rast zu machen, umringt von Ethins. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir heißen Fremdlinge, nur selten willkommen. Und die hat das Tod... Für Hullen endete der Krieg der Ahnen nicht am Brunnen der Ewigkeit. Nach dem Sieg über die Legion machte er Jagd auf die Ungeheuer, die entkommen waren. Jagd auf die Ungeheuer, die... Willkommen im Hort von Neltarion, den die Welt unter einem anderen Namen kennt. Todesschwinge. Haltet Stand, Kriegerhelden! Ihr wagt es, mich herauszufordern? Also Neltarion hätten sie ruhig mal seine Stimme geben können, ne? Ja. Ich meine, wir kennen den doch. Kam der Name schon bekannt vor. Guck mal, wir haben es jetzt besonders einfach mit dem Runtersegeln. Ja. Wo wollen die? Gut, man kann hier im Wasser landen, oder? Wahrscheinlich. Geh ich einfach mal runter. So, wir sind jetzt an Neltarions Hort. Was sind denn das hier? Todesauge der Klammschuppen. Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum. Wir werden meinen Vater recht verändern. So, was hat denn Myla zu sagen? Ich wusste, ich würde eines Tages den Pfad des Hullen beschreiten müssen. Ich hatte nur gehofft, ich könnte damit warten, bis die Sache mit Darkrul erledigt ist. Der Tod meines Vaters soll nicht umsonst gewesen sein. Ich wusste, ihr würdet kommen. Es geht ganz schön tief hinunter. Seid vorsichtig hier drin. Dies ist kein sicherer Ort. Was sagt er jetzt? Todesschwinge zum Trotz. An diesem Ort hat Hullen Hochberg vor vielen, vielen Jahren den großen Todesschwinger herausgefordert. Und heute werden wir die großen Momente dieses Tages durch die Augen unserer Vorfahren erneut miterleben dürfen.
Für den nächsten Teil unserer Geistreise müssen wir die drei Kohlenbecken aufsuchen, die vor langer Zeit aufgestellt wurden, damit alle, die Hullen nacheifern wollen, seine großen Taten nacherleben können. Drei Visionen. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, nicht von Armeen. Da vorne ist schon das... Nehmen wir direkt das Kohlebecken vorne links. Was ist denn das? Alp? Ausrücken? Guck mal, machen wir mal hier dieses Skorpioneblatt. Wir werden den Hammer und unser Land zurückerobern. Vision der Waagschalen. Was macht man da jetzt? Was macht man da jetzt? Ah, hier rein. Wo bin ich denn jetzt? Na ja, gut, wir sind zusammen. Da vorne ist ein Schatz, den nehmen wir direkt mit, oder? Ja. Ah, das ist ein Kohlebecken. Ach so. Ja, warte mal. Jetzt will ich erstmal gucken. Die Schätze der Todesschwinge? Ja, okay, komm, wir klicken das mal an. Okay, das ist einfach nur so eine Vision, oder was? Ist das ein Schatz? Ja. Was war das jetzt hier oben? Ich weiß es auch nicht, das... Anscheinend müssen wir wieder runter, oder, Valeria? Ja. Sonst ist ja nichts hier. Dann suchen wir uns halt den nächsten Kohlebecken. Müssen nur vor diesen ganzen... was heißt... Komm, jetzt machen wir die alle wieder weg. Okay. Wir heißen Fremdlinge. Ich habe mich auf eure Ankunft willkommen. Gefreut, Champion. Sollen wir hier hoch? Wir müssen woanders. Wir bleiben. Ich weiß nicht, lass mal erstmal hier unten gucken, ob da irgendwas um die Ecke. Na, ich glaube, da vorne ist noch so ein Kohlebecken. Ja, ja. Komm, jetzt ziehen wir hier gerade mal hin. Und langsam ein. Okay, dann hier das nächste. Mein Volk hat diesen Goblin-Schrott nicht hergestellt. Wir haben ihn nur am Körper des Wirms befestigt. Keine Waffe von sterblicher Hand durchdringt diese Platten. Dann müssen wir Waffen finden, die nicht von sterblicher Hand sind. Igol, gibt es etwas, das Todesschwinge sorgsam behütete? Etwas, das er euch nicht anvertrauen würde? Ich wüsste da vielleicht etwas. Also zeigt uns jetzt hier, beim nächsten Mal am besten gehen wir beide so ein bisschen zurück mit unserer ganzen Taurenarmee, sonst sehe ich die gar nicht richtig. Und was haben wir da eben gesehen, dass da Hullen Hochberg damit... Wir werden den Hammer und unser Land zurückerobern. Das war doch ein Darkruhl eben, oder nicht? Oder wie sie die nennen. Oder? Wieso wird jetzt das wieder angezeigt hier? Haben wir das schon gemacht hier, Valeria? Ja. Ach, jetzt geht's erst. Von kannst du nicht anklicken. Okay, probieren wir mal. Das ist ein Tor der Titanen. Wo es wohl hinführen mag? Ein Hammer. Todesschwinge verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Aha. Können wir jetzt nochmal reingehen? Probieren wir es mal. Ah, jetzt... Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Da haben sie den Hammer gefunden hier, oder was? Das, was wir dann irgendwie zuerst gesehen haben, das hatte... Ich glaube, nicht so richtig funktioniert, aber okay. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich nur noch ein... Was ist denn das oben? Eine große Teufelsfledermaus. Machen wir einfach mal weiter. Wir haben jetzt noch ein Kohlebecken hier oben. Und noch mehr von diesen Skorpionen. Ja, die kommen automatisch.
Mann, ich hätte gerne diese zwei Aufladungen von Kleven, die hätte ich schon. Dann mach ich es halt so jetzt. Oh, bin ich betäubt. So. Das ist. Ne, das ist ja wieder so einer. Nee, König? König Azurusen? Ja, ist ja alles so. Nehmen wir das jetzt. Und gehen wir wieder einen Schritt zurück. Genug Zeit verschwendet. Wir müssen die Bestie töten und mein Volk befreien. Der Hammer und Todesschwinge waren beide Werkzeuge der Titanen. Ich kann ihn nicht töten, doch womöglich verbannen. Nicht töten, aber womöglich... Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern. Grüße, Champion. Todesschwinge zum Trotz. Und so kam Hullen Hochberg zu diesem Berg, befreite die von Todesschwinge versklavten Trockbar. Ach, Trockbar heißen die. Die waren ja eigentlich erst Freunde, oder wie, gell? Und nahm den Hammer von Katzgorod in seinen Besitz. Titanisches Kräftemessen. Die Geschichte von Hullen endete nicht damit, dass er den Hammer von Katzgorod in seinen Besitz brachte. Nein, für diesen Teil müssen wir tiefer in die Höhle eindringen. Dort wartet ein letztes Kohlebecken auf uns. Kommt, lass uns sehen, was als nächstes geschehen ist. Ich bin jetzt auch 104 geworden. Was hast du da genommen? Was gibt's denn da? Netherwandeln. Das ist passiv. Das hilft einem beim Überleben. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe Seelenreißer genommen. Seelenreißer, das ist dann... Oh, da kriegt man 100% Lebensraub. Aber Netherwandel will ich jetzt einfach mal testen. Ach, das ersetzt... Wo ist einfach mein Verschwimmen jetzt hin? Versetzt... Ach, ersetzt Verschwimmen. Lol, da verliert man ja Verschwimmen. Okay, Leute, Niederwammeln ersetzt Verschwimmen, also kann ich jetzt nicht so oft besser ausweichen. 1,5 Minuten Abklingzeit und verhält sich so ähnlich wie Gottesschild. Naja, mal gucken, wie kann ich jetzt voll schnell laufen oder was? Ja, es geht, man läuft ja sowieso irgendwie ziemlich schnell als Dämonenjäger. Naja. Da ist Seelenraub, Seelenraub soll auch ziemlich cool sein. Das Kohlebecken ist direkt hier vor uns, gell? Und dann klicken wir das doch mal an. Wow. Sterblicher Abschaum, ihr könnt mich nicht besiegen. Ich bin der Erdwächter. Aha. Da kämpft jetzt gerade Trockbar gegen eine Ekrul der Schuppenschrecken. Die kämpfen jetzt gegen... Ich bin Hullen Hochberg, Träger des Adlerspeers. Ich spreche. Können wir auch drauf klatschen? Ach, wir sollen mitkämpfen. Ja. Was ist das denn für eine Vision hier? Verbanne euch von diesem Land, Erdwächter. Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern. Titanisches Kräftemessen und damit verbannte Hullen Todesschwinge nach Tiefenheim und beanspruchte den Hammer von Katzgord als seinen Preis. Doch um seine letzte Angelegenheit musste er sich noch kümmern. Okay, die Handschuhe gehen ziemlich gut ab. Ich denke mal, ich nehme diesen Ring. Ne, ich nehme die Handschuhe. Zieh ich auch direkt an. Ein uraltes Geheimnis. Bevor Mela zum Oberhäuptling erklärt werden kann, muss sie noch eine weitere Vision erhalten. Ich möchte sie auch euch zeigen. Es handelt sich um ein uraltes Geheimnis, das nur innerhalb der Blutlinie von Hochberg
weitergegeben wurde. Ich bitte euch, dass ihr es ebenfalls wahrt. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, Hull, nicht von fürchtete Armee. Also selbst den mächtigsten Gegner nicht? Die Taten von Helden prägen die Geschichte, mein Kind. Das ist es, was euer Vater euch zeigen wollte. Unser Volk braucht einen Anführer wie Hullen. Einen Krieger, dessen Stärke und Mut jedes Hindernis überwinden. Ihr besitzt diese Eigenschaften. Es bleibt eine letzte Vision, die ihr sehen müsst. Ein Geheimnis, das seit Hullens Sieg über Todesschwinger von Oberhäuptling zu Oberhäuptling weitergegeben wird. Ein uraltes Geheimnis. Jetzt bin ich aber gespannt, oder, Valyria? Ja. Was ist denn das hier? Was ist das hier für eine versteinerte Kreatur? Sieht aus wie ein Drache, ja? Ja. Und hier sind auch so Dracheneier. Das sind mehrere. Okay. Ein Hochberg-Kohlebecken. Obsidian-Eroberer und Katzgo. Hullen? Zusammen mit dem Trockbar. Sollen wir irgendwie mitmachen? Aber wir sollen wieder mitmachen. Was ist das hier? Ebisian? Seht, ein Welpling hat überlebt. So winzig, mit kleinen schwarzen Hörnern. Ich nenne euch Ebenhorn. Ebenhorn? Und durch die Güte Hulns gewann seine Familie ihren ältesten Verbündeten. Mich. Der ist ein Drache. Lol. Das ist auf jeden Fall. Wow. Was? Wie? Die ganze Zeit über? Mela, ich bin noch der gleiche Geistwander, den ihr euer Leben lang kanntet. Seid versichert. Was auch passieren mag, ich diene dem Oberhäuptling. Und daher ist mir folgende Handlung eine große Ehre, Mela Hochberg. Hiermit erkläre ich euch zum Oberhäuptling. Möge eure Herrschaft lange und weise sein. Mensch, Meier, ey, was vergessen die denn da immer, ja? Ja. Wirklich, ey. Ibisian, das uralte Geheimnis. An jenem Tag befreite der Hammer mich von der Verderbnis des schwarzen Drachenschwarms. Aus Dankbarkeit diene ich der Familie Hochberg, seit Hullen mich aus diesem Loch befreite. Es war mir eine Ehre und brachte mir Freude zu erleben, wie all seine Nachfahren den Titel des Oberhäuptlings erhielten. Die Hintertür. Wohl, warte mal, ich will mal gucken, ob die Mäder was zu wir sagen. Wir werden den Hammer und unser Land zurückerobern. Nee, hat's nicht wirklich. Es wird etwas dauern, bis Mäder das verarbeitet hat. Die Hintertür. Wir aber sollten jetzt nach Donnertotem zurückkehren. Gleich südlich von hier gibt es einen Tunnel, der uns durch die alte Sklavenenklave der Trockbar bis zu einer Lichtung dahinter führen wird. Wir unterhalten dort einen kleinen Himmelshornwachposten, um sicherzustellen, dass niemand das Gewölbe ohne unser Wissen betritt oder verlässt. Es sollte ihnen möglich sein, uns zurückzufliegen. Fliegt aus dem Hort. Okay, gut, das ist ja wirklich interessant, dass sie vor allem so einen schwarzschwingenden Drachen als Verbündeten haben. Da sieht man mal, dass man auch Drachen nicht alle über einen Kamm scheren kann. Ja. Wir gehen jetzt raus, Valyria, oder? Ja. Ja, warte mal. Gut, dann reiten wir. Ich wollte eben nochmal das Talent ändern, weil wir haben ja so einen Gegenstand, den wir 5-mal benutzen können. Dann können wir eine Minute lang auch außerhalb von Ruhezonen Talente ändern, weil ich finde dieses Netherwandeln, das... Ich meine, klar, es ist ja schön, dass man so ein Gottesschild hat, aber nämlich lieber wieder verschwimmen. Brauche ich erstmal nicht. Sonst ist ja eigentlich nichts, oder? Guck mal, hier ist noch so ein Seitengang. Nö. Sonst ist eigentlich nichts. Obsidian-Spähposten. Schover noch Nachtruf. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut, Champion. Guck doch mal, vielleicht haben sie deswegen dem so komische Hörner gegeben, dem Ebenhorn, gell? Weil er eigentlich ein Drache ist, ey.
Ihr seid hier ein gern gesehener Gast, Champion. Wir sind ein gern gesehener Gast. Die Hintertür. Ich fand es immer seltsam, dass der alte Ebenhorn niemals zu altern schien. Oder zumindest sah er immer alt aus, wurde aber nie älter. Es gibt hier entweder... Oh, es gibt hier eine richtig coole Belohnung wieder. Ein 743er, was gibt's? Entfesselnde Dämonen für Metamorphose und das andere. Augenstrahl. Augenstrahl wäre, glaube ich, neu. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja, dann nehme ich Augenstrahl. Das Thema, das tun wir auch direkt reinmachen, weil es gibt eine Sache. Ihr könnt ja sehen, und die Zwingensklingen, die ich habe, sind jetzt 770. Ja, das ist ja ihre grundsätzliche Stärke. Und auch wenn ich jetzt, das tue ich jetzt einfach so austauschen, was am meisten... Und dann jetzt steigt es auf 777. Wie viel hast du jetzt? Wenn du es reingemacht hast? Was meinst du? Gegenstandsstufe von den Zwillingsklingen, wenn man so drauf geht. 780. Okay, ja, 3 Punkte mehr, ja. Gut, dann machen wir weiter mit Mayla Hochberg. Ich bin Mayla. Ich bin der Oberhäuptling. Ich bin Mayla, okay. Jetzt verstehe ich, was Ebenhorn mir schon seit einer Weile zu verstehen geben will. Unsere Leute brauchen kleinen... Oh Mann. Unsere Leute brauchen keinen Hammer, sondern einen Anführer, der jeder Bedrohung entgegentritt, selbst wenn wir anderen uns fürchten. Und das bleibt zwischen uns. Ich habe natürlich Angst, aber ich bin auch entschlossen. Kehren wir zurück nach Donnertotem, um uns auf den Krieg vorzubereiten. Der Hochberg bleibt stark. Der Hochberg bleibt stark. Hier gibt's auch gar keine andere Möglichkeit, irgendwie woanders zu kommen. Wo ist denn der Hochberg eigentlich von hier? Ja, okay. Wie ist das, wenn man jetzt von hier aus darüber gleiten würde? Ich glaube, das geht nicht so wirklich, gell? Nö, dann... Wo ist dann, der denn? Der ist hier direkt im Norden und da ist so ein riesige... Ja, müssten wir, wenn wir ganz oben stehen würden, könnten wir das richtig vielleicht anfliegen. Nehmen wir jetzt einfach einen Greifen, Valyria, hier. Was trägt der Wind da zu uns? Können auch Ruhesteuer nehmen. Nee, wir fliegen. Wenn die das so uns so sagen, das Himmelshorn, nee. Donnertotem, Obsidian Speerposten. Hütet euch vor den... Ist nicht weit. Wir fliegen. Dann können wir nochmal gucken, was hier sonst noch so ist. Okay, ich denke mal, wir waren nicht zum letzten Mal hier. Hier gibt es ja irgendwie auch noch die Mondwachenfestung. Ach, die gehört zu Suramar, oder wie? Ah, okay, wir sind am südlichen Rand. Am südlichen Rand vom Hochberg, der an Suramar grenzt. Das sieht auch ziemlich cool aus hier. Ja. Ja. Also die Gelegenheiten, wo wir das Gleiten wirklich ausnutzen können, die es hier wirklich am Hochberg geben soll. Ja, also die haben wir bisher noch nicht so erlebt. Weil guck dir das doch mal die Strecke an. Das hätten wir nie im Leben gleiten können, oder? Nee. Wenn wir auf der Spitze da gewesen wären, sehe ich gerade, dann hätten wir das vielleicht mal machen können. Ja. Na egal. Sprechen wir mit der Anführerin der... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Clan jetzt eigentlich? Wie nennen sie sich hier? Das ist hier der Donnertotemplatz. Komm mal, Lira, wir können einfach runtersegeln hier. Auch wenn der Aufzug gleich weg ist. Egal. Ich weiß nicht, wie diese Tauchen sich hier nennen. Einmal so im Kreis drehen. Einmal so weiter im Kreis drehen. Sonst wird die Kamera ganz komisch. Man kann aber auch das Gleiten einfach fallen lassen und dann nochmal aktivieren. Und dann landet man so ganz komisch wie ich gerade. Naja. Mayla Hochberg, mal gucken, was sie hier noch zu sagen hat. Nun, da wir wieder vereint sind, wenden wir uns der Legion zu. Der Legion. Selbst ohne den Hammer weiß ich, was als nächstes zu tun ist. Wenn unsere Truppen sich gesammelt haben, werden wir den Unterkönig angreifen. Was gibt's da? Artefakt machen. Unsere Stämme stehen vereint. Neue Artefakt macht. Okay, anscheinend müssen wir erstmal die anderen Dinge erledigen für Mayla Hochberg. Müssen wir mal gucken, weil Valyria und ich haben uns halt das auch nochmal angeschaut. Ich kann es auch nochmal kurz zeigen. Diese Quest mit Illidan, die wir auf jeden Fall machen wollen, ja, die ist nämlich hier im gesamten Hochberg anscheinend nicht zu erledigen. In Valshara gibt es eine Stelle, habe ich dann gesehen, und in Sturmheim gibt es eine Stelle, hier unten. In Asuna gibt es eine Stelle, aber im Hochberg gibt es halt leider keine. Das heißt, wir würden ansonsten ziemlich lange warten müssen, bevor wir wieder mit Illidan was zu tun haben. Und das ist ziemlich wichtig für Dämonenjäger. Oder?
Ja. Genau, deswegen machen wir hier erstmal Schluss und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Gute Reise.